Hey, 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 und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Episode der Pokémon Egglock hier auf meinem Kanal. Ja, letztes Mal haben wir ein bisschen was über die legendären Drachen erfahren und heute geht es rein in die Arena und dann gucken wir mal, dass wir die schaffen. Und als nächstes geht es dann zur Siegestraße und dann zur Pokémon Liga und dann zu Ende. Ja, aber bevor wir in die Arena gehen, haben wir noch zwei Encounter zu randomisen und zwei Eier auszubrüten. Denn ich habe ja letztes Mal ein Fossil gefunden und eine Molga encountert, also lasst uns das doch gleich machen. So, wir haben einmal Box 2. Ja, Box 2. Pokémon Nummer, wie ist das? 6, 18, 20, glaube ich, sind es, ne? Pokémon Nummer 7 haben wir schon. Pokémon Nummer 17, warte mal, 6, 12, 18, 17, haben wir auch schon. 10. Wer das? Einmal das und dann randomisieren wir noch den Knaben hier. Und zwar zwischen 1 und 2. Es ist die Box Nummer 1. So, Pokémon Nummer 25. Ist die noch da? Ist 30, 29, 28, 27, 20. 25, nee. 22, warte mal. 6, 12, 24. Ist auch nicht mehr da. 12 ist da. Dann schauen wir mal, was das so für Mons sind. Und zwar nehmen wir erstmal das mit. Machen wir die Augen zu, mal gucken, was es ist. Was dürfte es wohl sein? Ist das nicht ein Kindwurm? Ne, ein Fritzelblitz. Oh, okay. Nice. Nenn ihn Spark. In all caps. Und mit einem Ball nach unten. Für den Blitz. So. Einmal Spark, das Fritzelblitz. Finde ich auch ganz nice. Gucken wir uns auch gleich mal an, was es kann. Ah, Specs, wechsel dich. Ladestoß, wechsel dich. Nice. Lol. Okay. Und natürlich, schauen wir mal. Ja, wenn da eine Frosttafel ist, wahrscheinlich ein Eis-Pokémon. Vielleicht ein Schneebedeck. Schnäppke? Quiekel? Irgendwie sowas? Macht mir gerade gar nichts. Oh, ein Evoli! Das ist cool, im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, da wollte jemand ein Glaciola. Cool. Wie nennen wir es dann? Frosty. Da irgendwie so Zeichen, die man nehmen könnte. Weiß nicht, was das ist. Ich kann es nicht genau erkennen. Aber ich nehme es einfach mal. Und jetzt Frosty. Frosty und Sparks. Vielleicht kann man ja ins Team aufnehmen, wenn irgendwas stirbt. Mal gucken. Schauen wir uns auch mal das Moveset von ihm an. Rosttafel, Tackle, Staffette bis Doppelteam. Ja. Frosty und Spark. Okay. Super nice. Okay, dann gehen wir jetzt auf zur Arena. Ich habe auf Level 45 gegrindet. Der höchste ist, glaube ich, auf Level 48. Deswegen sollte das, denke ich, so passen. Joa. Wo auch immer die jetzt die Arena ist. Gehen wir mal hier hin. Ja, hier ist sie doch. Ich hoffe, ich kriege das Rätsel sehr schnell gelöst, wenn ich ehrlich sein darf. Guido, gib uns unser Stuff. Danke, Guido. Vielen Dank. Der erste Arena-Leiter, genau. Trainer. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Yo. S-Trainer Norman. Der S-Trainer. Level 46. Yo.
Die sind hoch. Ich glaube, ich gehe einfach zweimal auf Geschwätz. Hätte er jetzt zwei, drei Pokémon, wäre ich auf Ränkeschmied gegangen. Ich habe bisher noch gar nicht verwirrt, ne? Oh, wie der auf Horta geht. Ja. Ich glaube, dann gehe ich auch auf Ränkeschmied. Oder hätte ich auf Zugabe gehen sollen? Wenn er jetzt nochmal auf Horta geht, gehe ich auf Zugabe. Verzehrer. Ey, ich kann ihn Verzehrer locken, ne? Komm, ich lock den meinen Verzehrer. Dann setzt er jetzt die ganze Zeit Verzehrer ein. Da sehe ich ihn. Da können wir einfach zweimal Geschwätz jetzt einsetzen. Ganz gut. Das erste Mal, dass wir wirklich... Ah, komm, ich gehe mal auf Kanon. Warum nicht? Und down it is. Cool. Chattert der Fred. Ich hoffe, ich krieg das Rätsel relativ schnell gelöst. Ich hoffe. Ah, ja, 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 ja. Okay, let's go. Was hast du denn so am Start? Was hast du denn so am Start? Was hast du so am Start? Libiskus, okay. Why? Ich dachte, die wären jetzt similar strength. Wasserring, yo, das ist fein. Ey, mein Chatbot reißt hier richtig rein, Alter. Holy shit. Der ist gut drauf, mein guter Kanon. Damit ist das Libiskus down. Schauen wir mal, ob ich das so easy hinkriege wie immer. Bin mir dann nur null sicher, ob ich das wirklich wie immer so hinkriege, wie ich es eigentlich am Anfang immer hinkriege. Manchmal brauche ich da echt lange, weil ich irgendwas verpeile. Da kämpfen wir noch gegen den Boy und dann gucken wir mal. Na, was willst du, ha? Was hast du? Ein Despotter? Hast du ein Despotter? Ich hab keinen Despotter. Was? Parasect? Ah, okay. Yo, das ist okay. Das ist sogar mehr als okay. Machen wir einfach Geschwätz. Er soll doch davon sterben, oder? Ich meine, das ist vierfach effektiv. Als ob unser Chatbot. Komm, wir wechseln mal raus. Ich gehe mal in Chillbill. Sollte ihn eigentlich so gut wie möglich handeln. Er ist Trainer Elmo. Elmar heißt er eigentlich, aber ich sag jetzt Elmo. Elmo setzt Flügelschlag ein. Oh, diese Animation ist wie immer so gut, ey. Ohne Flachs. Ich sehe das mal so toll. Kann mich nicht an der Satz sehen. Ja, bisher sieht es eigentlich sehr gut aus. Aber irgendwas ist halt gegen Maxax ausgetauscht worden, was eine ähnliche... Ich glaube, das Dr. Sesso hatte damals Similar Strength eingestellt. Das heißt, ich müsste eigentlich gegen irgendwas kämpfen, was ungefähr so stark ist wie Maxax auf Level 48. Also könnte schon Hardcore werden, auch wenn die Trainer jetzt hier nicht unbedingt die stärksten sind. Deswegen bin ich gespannt. Bin sehr gespannt, was auf mich zukommen wird. Könnte fast sogar ein Legi noch sein, ne? So ein Tirati oder sowas. Groudon wäre schlimm, glaube ich. Schauen wir mal, was der macht. Geh erstmal auf Ränkeschmied. Ich bin sowieso schneller. Rückenwind. Ich kann den nicht da reinlocken, oder? Ist doch safe schneller jetzt als ich. Na, ich gehe auf Geschwätz. Ich hätte ihn auflockern locken können, aber ich wusste ja nicht, in was er geht. Auf was er geht. So. Ist immer ein Two-Shot. Dark Pulse. Ja, okay, der macht nicht viel, der hat fast keinen Angriff. Okay, der macht immer noch gut. Er hätte mich flinchen können, zum Glück hat er das nicht. Bin sehr froh, dass er das nicht hat.
So. Bin ich richtig? Ich weiß es nicht. Vielleicht? Nein. Um Gottes Willen, nein, ich bin falsch. Ja. Ich glaube, wir kämpfen einfach gegen alle Trainer in dieser Folge. Ich hoffe, ich krieg das Rätsel sehr schnell gelöst. Ich habe Angst. Impoleon, okay. Ich habe mein eigenes Impoleon mit. Nicht mit Blackjack und Nutten, aber eins mit Blitzschlag auf jeden Fall. Okay, Moment. Das ist doch easy zu handeln. Gut, dass wir im Impoleon mit Blitzschlag haben, sonst würde das wahrscheinlich sehr lange dauern, bis wir den fertig kriegen, ey. Weißnebel, ja, okay. Stört uns nicht so sehr. Wasserdüse, das stört uns auch nicht. Mal gespannt. Ja, das macht gar nichts. Natürlich miss ich. So. Thank you, come again. He ain't dead, though. Jetzt geht er nicht auf Wasserdüse, okay. Okay. Veteran Karel, Rudi Karel. Jetzt gucken wir mal. Ich glaube, ich hätte. Was passiert jetzt? Ja, ich bin, glaube ich, ein bisschen falsch gegangen, kann das sein? Ich muss gegen ihn kämpfen, oder? Ja! Ja, ich glaube, man muss gegen wirklich alle kämpfen. Vor allem, wenn man verkackt. Ich weiß nicht. Kann man es auch schaffen, ohne dass man gegen alle kämpft? Ich weiß es nicht. Was hat er? Hab mir jetzt gerade überlesen. Xatu, okay. Ja, es ist okay. Kann ich einfach auf Ränkeschmied gehen? Und ihn hoffentlich in irgendwas locken. Nein, kann ich nicht, weil er wieder Rückenwind. Wieso können die alle Rückenwind? Was ist das? Wunschtraum. Und dann kommt wieder ein Move, in den ich die Leute wieder locken könnte. Sehr. Oh oh. Glaube ich, gehe da aber danach in den Polion. Ich habe da ein bisschen Angst. Das könnte jetzt ein bisschen kritisch werden. Kommt drauf an. Wieso ist Kano eigentlich das erste, was auf Level 47 ist? Meditales. Genau vor sowas hatte ich Angst. Weißt du was? Ich gehe in Steve und krieg den Bedroher raus. Kann vielleicht den Seher tanken. Wobei ich hätte eigentlich in Dropius gehen können und Fliegen einsetzen können. Ah, ich hoffe, das. Game auf Flammenblitz. Akupressur, yo, hör auf damit. Hör auf damit. Mal gucken, wie viel das macht. Killed. So, jetzt müssen wir nur mit Recoil den Seher tanken. Stolos. Ja, dann gehe ich in Chillbill. Ob der kann kein Erdbeben oder so. Also sollte nicht. Ich habe ein bisschen Angst vor Robustheit. Im Kaskade, yo. Warte. 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 Nein, 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 nein. Okay. Kritisch. Sehr kritisch. Sehr kritisch. Gut, dass ich so ein gutes Bedeff habe und es resiste. Sonst wäre das kritisch. Das kann der Bodycheck. Ja, okay, das ist fein. Hat er sich nicht sogar in Kaskaden-Range gebracht? Okay. Gut, ja, ist okay. Ist okay.
Ewe. Na, kein Weißnebel. Brauchen wir nicht. Dunkelnebel vielleicht. Warte mal, ich habe das Gefühl, mein Truppis hat noch das... Das Gefühl, mein Truppis hat noch ein... Ich gebe ihm das. Den Glück, das Glücksei. Deswegen wollte ich das schnell mal entfernt bekommen. Komm, wir haben das Verratio noch nicht so oft gezeigt, ne? Kano ist schon auf Level 47. Das muss auch nicht unbedingt sein. So, ich hoffe, ich kriege halt wirklich das Rätsel so gut wie möglich gelöst. Was ist hier so? Okay. Das ist noch eine Trainerin. Alter, das ist aber jetzt die letzte, oder? Wie viele Trainer habe ich schon bekämpft? Okay, so eine etwas längere Folge habe ich das Gefühl, weil ich komplett lost bin. Ach man. Muss ich gegen jeden einzelnen Trainer hier wirklich kämpfen? Dragoran? Ah, gut, ja. Ich habe eine gute Def. Ich gehe auf Schwertanz. Das passt schon. Das ist okay. Das tanken wir. Wir haben eine gute Def. Holy shit. Und das killt. Oh, Gott sei Dank. Ja gut, aber es ist auch 110er Step. Wenn das nicht gekillt hätte. Hundämon. Wir wollen ja eigentlich nichts riskieren, du. Gehen wir lieber raus. Hinterher ist der schneller und tötet mich. Mit einer Feuerattacke. Das ist okay. Nicht so schwer. Nicht so schwer. Scarlett Johansson. Hallo. Ich wusste, dass die Drachenarena-Leiterin ist. So. Sache ist, wollen wir dann im Endeffekt heilen? Wir haben eigentlich genug Tränke. Das Einzige, was mich vielleicht nerven könnte, wären die AP. Komm jetzt aber. Oder? Noch eine? Boah, Alter, wie viele Trainer gibt's hier? Hallo? Ich weiß die letzte Arena, aber es sind schon einige. Was geht hier ab? Was geht hier ab? Veteranen, Flambirex. Flambirex. Hallo, it's me. Adele, what's up? Ich glaube, ich heile mich aber. Guck mal, was die macht. Wie viel macht das? Das hat nicht so viel Spezialangriff. Ach komm, Akrobatik soll's richten. Oder? Ja. Cool. Cool. Level 46, das ist okay. Cool, nice. Mobitesse. Ja, komm, wir gehen jetzt in Ad. Wir haben Magnein heute noch nichts gezeigt. Und der Junge hat auch mal ein bisschen Showcase verdient. Ein bisschen. Das hat aber keine Unbeugsamkeit. Achso, ich wollte gerade sagen. Gerade ein bisschen Schiss bekommen. Okay. Lass mich raten, das kann nur Psychoattacken und deswegen sollte ich vielleicht mit Eiszahn drauf gehen. Jetzt vielleicht?
Hallo. Oh. Wow. Okay. Freeze. Freeze. Freeze, freeze, freeze. 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 Bitte. Cool. Okay. Gut, gut, dass wir das geklärt haben. Gut, dass wir das geklärt haben. Okay. Ja. Das war's. Das war aber jetzt die letzte Trainerin, oder? Okay, das ist jetzt Lysander. Ich gehe nicht zum Pokémon Center, glaube ich. Ich heile die hier. Wozu habe ich so viele Supertränke? Habe ich irgendwas, um die AP zu refreshen? Ich hoffe, dass mit der AP... Macht mich nicht fertig später. Naja, ich fliege einfach mit Nosferatu und dann gucken wir mal. Ich hoffe, es klappt. Schön, dass du gekommen bist. Ich bin der Arenaleiter von Drindrake City, Lysander. Als Bürgermeister strebe ich die Entwicklung der Stadt an. Als Trainer strebe ich allein nach Stärke. Und im Moment strebe ich nach einem jungen Trainer, der für die Zukunft steht. Ob du mir genau wie Lilia Hoffnung für die Zukunft geben kannst? Bin gespannt, was er mir vorzuweisen hat. Muss mich erstmal aufrichtig hinsetzen. Roserade. Okay. Mit was habe ich nochmal geleadet? Mit Nosferatu. Ich glaube, das ist okay. Ich kann einfach auf Akrobatik gehen. Ich glaube nicht, dass das so ein großes Problem sein sollte, oder? Hat doch fast keine Def. Ja, okay. Ja, Gifthorn ist sogar okay. Was habe ich denn? Scherenmacht. Ja, stimmt, ich habe keine versteckte Fähigkeit. Das ist wahr. Aufheber wäre jetzt super. Bisofang. Ich glaube, wenn ich da so einen Bedroher von Steve drauf kriege und dann in Empoleon gehe oder einen Nahkampf drauf lande, weiß ich nicht, ob das gut ist. Das ist ein 48er. Okay. Der hat doch bestimmt nur normale Attacken, oder? Kann der irgendwas? Ja, wenn er jetzt mit Rockslide ankommt, werden wir es sehen. Wir könnten es aber gähnen, tatsächlich, um ein bisschen nochmal sicher zu gehen. Oh, wow, 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 wow. Hold up, hold up, hold up, hold up. Warte, Moment, 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 Momentchen mal, Freundchen. So nicht. Oh, oh. Oh, oh. War kein Crit. Aber ein Crit sollten wir überleben. Komm, wir gehen mal auf die Kaskadenflinches. Das macht gar nichts. Okay. Ich gehe jetzt wieder zurück ins Tief und dann drücke ich Nahkampf und dann sollte das eigentlich gegessen sein. Weil der schläft jetzt erstmal eine Runde. Ja. Und jetzt Nahkampf, go. Er sollte in der Range sein. Sollte in der Range sein. Würde es wundern, wenn er nicht... Ja, genau. Okay, ja gut, sein 48er war nicht so schlimm. Zebritz. Was haben wir denn gegen Zebritz? Eigentlich Nosferatu, aber... Ja, komm, ich gehe Nosferatu. Ich glaube, der kann gegen den echt nicht so viel machen. Ich habe nur leider kein Erdbeben, deswegen... Ich geh mal auf den... Oh, er kann Stampfer, okay. Ich geh mal auf die Top-Genesung lieber, weil ich habe da so ein bisschen Schiss, dass da jetzt random was kommt. Wozu haben wir die? Wir haben auch keine Aufhebung. Aufheber heißt es eigentlich. Der kann nur Stampfer dagegen drücken, wahrscheinlich. Ja, dann drücken wir Schwertanz. Ganz einfach. Und hoffen, dass wir nicht weggeflincht werden.
Ja, okay. Ich würde fast vermuten, Akrobatik macht mehr. Oh, es war ein Crit. Ich würde fast wetten, der heilt, aber wir können da nichts riskieren, Leute. Ja, der heilt. Bin mal gespannt, wie viel so eine Akrobatik macht. Es ist zwar resisted, aber es ist halt Step so. Und prinzipiell halt stärker. Von der Grundstärke. Ich glaube, Akrobatik macht, to be honest, mehr, auch trotz Resistance. Ach, es war ein Crit. Okay, ich wollte gerade sagen. Aber gut, das muss ja über 50% machen, im Gegensatz zu Abschlag. Sonst wird es ja nicht töten. Soll nur kurz davor sein. Wundervoll! Ich bin dankbar dafür, dass ich dir begegnet bin und gegen dich kämpfen konnte. Und damit ist das der letzte Orn, meine Damen und Herren. Bam. So, da ist auch eingeblendet. Der letzte Orn. Damit sind wir für die Liga qualifiziert und damit sind wir auch happy. Ha, hast du jetzt... Jetzt hast du alle Orden der Einalregion errungen. Jedes Pokémon wird fortan gehorchen. Und das hier solltest du auch haben. In dieser TM findest du eine meiner Lieblingsattacken. Urteilskraft? Cool. Okay. Ich habe eine Bitte an dich. Folge Laura und begebe dich zur Pokémon-Liga. Die Liga liegt am Ende von Route 10, die von Twin Drake City abgeht. Ein Stück weit hinter der Siegestraße. Um die Stärke Laurus weiß ich, aber wie groß die von N ist, weiß ich nicht. Okay, ja, damit haben wir auf jeden Fall hier die Folge abgeschlossen. Nächstes Mal geht's eben weiter. Wir sind kurz vor Ende unserer Lok und ich bin schon sehr gehypt, ob wir das schaffen und wie wir das schaffen und was noch so alles passieren wird. Dementsprechend schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Pokémon Egglock, dann sage ich hiermit an der Stelle, habt noch einen schönen Nachmittag, Abend, Tag und natürlich ein nices Live. Macht's gut!